Willkommen bei der neuen Rubrik Häufig gestellte Fragen zum Thema Mobility. Ich möchte mit den Videos einzelne Fragen rauspicken, die mich immer wieder bei Facebook oder bei YouTube erreichen und möchte sie euch zugänglich machen, damit möglichst viele davon profitieren. Denn die Fragen kommen eigentlich immer wieder und das sind sehr häufig auch sehr ähnliche Fragen, wenn nicht die gleichen Fragen. Die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist: Kann Mobility Training zu Muskelkater führen? Und die einfache Antwort ist ja, kann es. Warum? Die Bewegungen, die wir ausführen beim Mobility Training, sind zum Teil sehr ungewohnte Belastung. Und ungewohnte Belastung können eben zu Muskelkater führen. Das kennen wir, wenn wir mal wieder wandern gehen und das nicht gewohnt sind und dann viel bergab laufen und diese bremsende Bewegung haben. Das ist eine sehr ungewohnte Belastung für unseren Körper und das kann letztendlich dann zu heftigem Muskelkater in der hinteren Muskelkette führen. Ja, Oberschenkelrückseite, Wadenmuskulatur, Gesäßmuskulatur. Und letztendlich auch vom Krafttraining kennen wir natürlich Muskelkater, wenn wir Übungen zu heftig, zu intensiv oder zu lange ausführen oder das erste Mal ausführen, kommt Muskelkater. Und letztendlich ist es nichts anderes beim Mobility Training, weil dort sind auch Muskeln aktiv, wir bringen Muskeln auf Länge, wir verkürzen sie, wir bewegen uns. Und immer da, wo ungewohnte Bewegung ist, immer da kann eben auch Muskelkater entstehen. Was jetzt nicht so schlimm ist, wird dann auch schnell besser, wenn wir uns an die Bewegungen gewöhnen. Deshalb keine Panik. Ja, es kann zu Muskelkater führen, aber der sollte nach 3 bis 4 Tagen auch wieder komplett verschwunden sein. Postet gerne hier eure Fragen in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da und abonniert gerne diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen, denn es kommen sehr viele Videos in nächster Zeit zum Thema Mobility, zum Thema Atmung, zum Thema Meditation und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt geschmeidig, euer Mobility Coach Benny.